Zum Abschluss des heutigen Tages kann ich es mir nicht verkneifen, aus purem Lokalpatriotismus Ihnen ein weiteres Experiment zu zeigen. Aber jetzt nur auf dem Bildschirm ein sehr berühmtes Experiment aus der Geschichte der Quantenphysik. Wenn Sie in Frankfurt, in Bockenheim unterwegs sind, auf dem ja, mittlerweile ehemaligen Campus der Goethe-Universität, da gibt es ein altes Gebäude in der Robert-Meyer-Straße, das ist der Physikalische Verein. Und auf diesem Gebäude prangt eine Plakette, nämlich die, die da oben gebildet ist. Und die besagt, dass in 1922 in diesem Gebäude ein sehr berühmtes Experiment durchgeführt wurde, nämlich von Otto Stern und Walter Gerlach. Das sind die beiden Herren auf den Fotos. Und dieses Stern-Gerlach-Experiment ist also ein ganz grundlegendes und wichtiges Experiment in der Geschichte der Quantenmechanik gewesen. Schematisch ist das so aufgebaut, da ist ein Ofen. In diesem Ofen wird Silber verdampft. Also haben die das damals gemacht. Ja? Und also das sind dann Silberatome. Und die kann man dann zu einem Strahl bündeln und dann kommt dann so ein Strahl heraus aus diesem Ofen und der trifft auf einen Schirm. Und jetzt muss ich so ein ganz klein bisschen was sagen über Atome. Also wie Sie wissen, Atome haben einen Kern, die haben eine Hülle aus Elektronen und Elektronen tragen eine Eigenschaft, die drehen sich um sich selbst, die haben einen Spin. Sie sind außerdem elektrisch geladen und deswegen haben sie ein sogenanntes magnetisches Moment. Das können Sie sich so vorstellen wie winzige Magnetkompassnadeln. Also die Elektronen sind so wie winzige Kompassnadeln, so wie Minimagnete. Ja? Und jetzt wird dieser Strahl durch ein paar von großen Magneten geleitet. Und dazwischen ist ein Magnetfeld. Und dann würde man erwarten, dass diese kleinen Minimagnete in den Atomhüllen, ja, dass die von diesem Magnetfeld abgelenkt werden. Ja, die Magnete haben eine bestimmte Form, das Magnetfeld ist nicht homogen, sondern es ist so gekrümmt. Und das führt dazu, dass auf diese kleinen Magnete Kräfte ausgeübt werden. Und diese kleinen Magnete in der Elektronenhülle des Silberatoms, die sind, würde man erwarten, klassisch, die sind irgendwie zufällig ausgerichtet. Die sind nicht alle gleich. Und entsprechend würde man erwarten auf dem Schirm, dass es da so eine Verteilung gibt. Je nachdem, wie dieser Minimagnet ausgerichtet ist, trifft er halt an unterschiedlichen Stellen des Schirms auf. Was Stern und Gerlach tatsächlich aber beobachtet haben, ist, dass es nur zwei Punkte gibt auf dem Schirm, auf denen die Atome auftreffen. Das war ganz kurios, also das ist ganz kurios und damals natürlich noch kurioser, wenn man das zum ersten Mal gesehen hat, weil es total dieser klassischen Erwartung widersprach, dass man je nach Orientierung dieses Magneten müsste es ja irgendwie so kontinuierlich viele Möglichkeiten geben. Aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und ich will auf die physikalischen Hintergründe und so müssen wir gar nicht tiefer eingehen. Das spielt hier gar nicht so eine große Rolle. Steht IP auf dem Laufwerk in den Lösungen zu dem heutigen Arbeitsblatt. Da gibt es nochmal so eine kleine Erläuterung, die ein bisschen mehr erklärt, wie dieses Experiment funktioniert. Aber an dieser Stelle brauchen wir das gar nicht. Wichtig ist nur, das ist vom Charakter her ein Experiment wie der Strahlteiler. Da gibt es auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder der obere Punkt oder der untere Punkt. Und in dem Strahl sind ja einzelne Atome. Ne? Und genauso wie beim Strahlteiler einzelne Photonen auf diesen Strahlteiler treffen. Und die werden dann entweder gerade ausgelassen oder abgelenkt. Zwei Möglichkeiten. Binäres Experiment. Ist es hier genauso. Da kommen einzelne Atome
die werden durch dieses Magnetpaar geleitet. Und es gibt zwei mögliche Messergebnisse. Entweder oben der Punkt wird getroffen oder unten. Das ist auch ein binäres Experiment. Ja, und dann sieht man auch die Einschläge von den einzelnen Atomen auf dem Schirm. Und auch dieses Experiment ist reproduzierbar. Das hätten wir Ihnen jetzt gerne auch als Übung noch aufgegeben, aber wir sind am Ende der Zeit, deswegen müssen wir das leider auslassen heute. Aber ich will Ihnen nur sagen, sollten Sie sich mal zu Hause angucken, es gibt hier ein weiteres schönes Tool. Da ist auch auf dem Aufgabenblatt, das Sie auf dem Laufwerk finden, ist auch der Link. Ja, und das Tool heißt QVIS für Quantum Visualization. Ja, da steht es ja auch. Sind ganz viele virtuelle Experimente. Und da ist dann unter anderem dieses Experiment dabei. Und da haben Sie wieder dieses Magnetpaar. Ja, da kommen also, steht hier Spin One-Half Particles. Das liegt daran, dass die Elektronen, die diese kleinen Magnete bilden, das sind Spin-1/2-Teilchen. Und das sind so zwei solche Magnetpaare hintereinander. Und da wird hinter dem ersten Magnetpaar wird der untere Strahl blockiert. Das ist dieses kleine Quadrat. Nur der obere Strahl wird durchgelassen und der geht dann nochmal durch so ein Magnetpaar. Und das ist völlig analog zu der Situation, die wir hatten mit dem Strahlteiler. Erster Strahlteiler, ein Strahl wird blockiert, der andere Strahl geht durch, trifft auf einen zweiten Strahlteiler und dann haben wir gesehen, okay, dann wird das Ergebnis der ersten Messung exakt reproduziert. Und in diesem QVIS-Tool können Sie genau dieselbe Situation nachprüfen mit diesen Stern-Gerlach-Magneten. Was glauben Sie, was da rauskommt? Dann machen Sie mal zu Hause. Also überzeugen Sie sich mal, was da rauskommt. Wir kommen zum Ende, zum Fazit für heute. Was haben wir alle zusammen heute besprochen und was haben Sie gelernt? Was sollten Sie mitnehmen von heute? Erste Aussage. Licht besteht aus kleinsten Einheiten. Das sind die Photonen. Zweite Erkenntnis. Die Summe vieler Photonen verhält sich wie eine Welle. Das haben wir gesehen in diesem Experiment. Ne? Diese vielen kleinen Lichtpunkte. Dann, wenn man die aufsummiert, dann ergibt sich dieses Bandmuster, das man erwartet, im Wellenbild. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, auf großen Skalen verhalten sich diese Wellen wie Strahlen. Es gibt ja einen Grund, warum man ursprünglich dachte, dass man Licht mit Strahlen beschrieben hat. Das liegt einfach daran, dass wir haben ja die Wellennatur entdeckt durch diesen, als wir diesen engen Spalt vor den Laser gehalten haben. Ne? Aber auf größeren Dimensionen ist es absolut sinnvoll und zulässig, Licht als Strahl zu beschreiben. Ne? Also auf großen Skalen summieren sich Wellen dann wiederum zu Strahlen. Also das haben wir heute besprochen über das Licht. Dann sind wir tiefer eingestiegen auf Experimente an Photonen, an Licht, die jeweils nur zwei mögliche Ausgänge haben. Entweder Polfilter, die halt durchlassen oder verschlucken, oder polarisierende Strahlteiler, die durchlassen oder ablenken. In beiden Fällen sind das Experimente mit zwei möglichen Ausgängen und die haben mit der Polarisation des Photons zu tun. Wir haben gelernt, diese Experimente sind reproduzierbar. Das ist also
kein zufälliges Aufspalten oder kein zufälliges Verschlucken, sondern das ist tatsächlich eine Messung, die, wenn man sie nochmal durchführt, exakt identisch reproduziert wird. Wir haben außerdem gelernt, die Polfiltern, orthogonale Filter, die repräsentieren entgegengesetzte Messergebnisse. Wenn der erste Filter sagt, eine Messung durchführt mit dem Ergebnis, du darfst durch, dann wird mit Sicherheit der zweite orthogonale Filter die Messung durchführen und sagen, du darfst nicht durch. Also das sind entgegengesetzte Messergebnisse. Und genauso jetzt auch bei dem Beamsplitter, Strahl wird aufgespalten in den oberen und unteren Strahl. Wenn jetzt der erste Splitter das Messergebnis liefert, das zum oberen Strahl gehört oder zum oberen Strahl führt, dann ist das entgegengesetzt zu dem Ergebnis im unteren Strahl. Also horizontal oben, vertikal unten sind entgegengesetzte Messergebnisse. Und ganz am Schluss habe ich Ihnen noch gezeigt, das ist nicht das einzige physikalische System, an dem man solche binären Experimente durchführen kann. Es gibt auch andere, zum Beispiel Atome, die man untersuchen kann in einem Stern-Gerlach-Experiment. Auch da gibt es Messungen, die diesen binären Charakter haben, mit nur zwei möglichen Ergebnissen. Entweder oberer Strahl, oberer Punkt oder unterer Punkt. Nach einem Polarizer, ob sich die Polarisierung eines Photons verändert. Und Sie meinten, Sie würden das im Laufe antworten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Sie das haben. Also, wir haben schon heute starke Indizien gesammelt, dass die Polarisation sich ändert. Wir haben gesehen, zum Beispiel, als wir den Strahlteiler vorgestellt haben, ursprünglich war es ja so, das horizontal polarisierte Laserlicht, das ging einfach gerade durch. Also das Licht ging einfach komplett durch den Strahlteiler durch. Und dann hat Susanna da ein 45 Grad gedrehten Polfilter eingeschoben zwischen Laser und Strahlteiler, und auf einmal hat der Strahlteiler den Lichtstrahl in zwei identisch oder also gleich starke Teilstrahlen unterteilt. Wir haben ja gelernt heute, okay, das Licht, das durchgeht, das ist horizontal polarisiert, das Licht, das abgelenkt wird, ist vertikal polarisiert. Das heißt, es muss sich etwas geändert haben an der Polarisation des Lichts durch das Einschieben dieses 45-Grad-Filters. Ja, wenn sich nichts geändert hätte, wäre ja unverändert wie am Anfang das Licht horizontal polarisiert geblieben und durch den Strahlteiler einfach durchgegangen. Aber das war ja nicht so. Auf einmal wurde es in zwei gleich starke Strahlen unterteilt. Also muss dieser Polarisationsfilter irgendetwas verändert haben an der Polarisation des Lichts. Also das ist schon mal ein sehr starkes Indiz, dass sich tatsächlich die Polarisation verändert. Und beim nächsten Mal werden wir sozusagen definitiv zu dieser Schlussfolgerung kommen. Da zeige ich Ihnen noch ein bisschen, oder zeigen wir Ihnen noch ein bisschen mehr. Und dann kommen wir definitiv zu der Schlussfolgerung, ja, durch den Filter wird die Polarisation auch verändert. Und das ist unvermeidlich. Wenn wir zwei Filter mit selben Winkel nacheinander positionieren, warum sich da jetzt nichts verändert hatte. Okay, wenn Sie zwei Filter hintereinander haben mit identischer Ausrichtung, mit identischer Orientierung, da haben wir eigentlich das so gemacht, wir haben das erstmal beobachtet, dass es so ist, und dann eine Schlussfolgerung daraus gezogen. Und die Schlussfolgerung, die wir daraus gezogen haben, war, dass der Filter eine Messung durchführt. Der Filter ist eine Art Messgerät. Und der erste Filter führt seine Messung durch. Und es gibt zwei mögliche Ergebnisse dieser Messung. Ein Ergebnis führt dazu, dass Photon passieren darf, und das andere Messergebnis führt dazu, dass das Photon blockiert wird. Und der zweite Filter
Wenn er dieselbe Orientierung hat, führt er auch dieselbe Messung durch, auf deren Grundlage dann entschieden wird, ob das Photon durch darf oder nicht. Und was wir jetzt, die Schlussfolgerung, die wir gezogen haben aus dieser Beobachtung, war, dass die Messung, die durchgeführt wird von einem Polarisationsfilter, dass die reproduzierbar ist. Dass also, wenn ein Filter zu einem bestimmten Messergebnis kommt, dass, wenn Sie dieselbe Messung wiederholen, mit einem zweiten, identisch orientierten Polarisationsfilter, dann kommen Sie auch zum identischen Messergebnis. Also muss dann auch garantiert das Photon durchgelassen werden. Also wir haben jetzt weniger versucht zu erklären, warum das so ist, sondern wir haben es zur Kenntnis genommen und die Schlussfolgerung daraus gezogen, das, was der Polarisationsfilter tut, das muss eine Messung sein und diese Messung ist reproduzierbar. Okay, ich verstehe, aber man kann keine genaue Aussage machen, was gemessen wird. Weil ich habe angenommen, dass die Polarisation gemessen wird. Ja, das ist auch so. Was gemessen wird, ist die Polarisation, in der Tat. Aber trotzdem versuche ich immer so ein bisschen davon zu abstrahieren. Weil es darauf letztlich in der Quantentechnologie, die wir ja dann darauf aufbauen wollen, darauf gar nicht so ankommt. Ob das jetzt Polarisation ist, wie hier beim Beamsplitter, oder im Stern-Gerlach-Experiment die Orientierung dieses Magneten, ja, das spielt letztlich gar keine Rolle. Das Entscheidende ist, es sind alles Experimente mit der gleichen Charakteristik, dass sie nämlich Messungen haben mit nur zwei möglichen Ausgängen, und dass diese Messungen reproduzierbar sind. Und das ist das Entscheidende, was wir später brauchen werden. Vielleicht ganz kurz als Ausblick, ne? Wir werden dann auch, wenn wir gegen Ende des Semesters über Hardware sprechen, ja, dann werden wir kennenlernen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, so einen Computer zu implementieren. Unterschiedliche Typen von Hardware. Und worauf es ankommt, ist, dass Sie so etwas wie das, was im klassischen Computer ein Bit ist, ne, 0 oder 1, die kleinste Informationseinheit, die hat ein quantenmechanisches Analogon. Und was wir jetzt gesehen haben, diese zwei Beispiele, also Photon und elementarer Magnet im Stern Gerlach, das sind im Grunde zwei unterschiedliche physikalische Manifestationen oder Realisationen von so einer elementaren Informationseinheit, Quanteninformationseinheit, an denen man Messungen ausführen kann mit zwei unterschiedlichen Ausgängen. Und das entspricht dem 0 und 1 bei einem klassischen Bit. Ja, darauf wird es letztlich hinauslaufen. Und deswegen, wenn wir jetzt so in die Details, was genau passiert in einem Polarisationsfilter, was genau passiert in diesem Magneten, gar nicht so tief einsteigen, also die Kernbotschaft von heute soll sein, es gibt physikalische Systeme, elementare physikalische Systeme, an denen man Messungen durchführen kann, mit nur zwei möglichen Ausgängen. Und diese Messungen sind reproduzierbar. Und das wird unser Startpunkt sein, fürs nächste Mal.